Wir haben jetzt hier Anliegen nach zwei Abfahrten 377 PS 570 Newtonmeter. Und das kannst du hier nämlich schon mit dem Schraubenzieher sauber rauskratzen. Jetzt ist nur Folgendes, was uns so ein bisschen aufgefallen ist. Die Leitung erstmal ist sie ein paar Mal kaputt. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich hoffe, man versteht mich gut wegen der Flexerei im Hintergrund. Heute direkt am Anfang mal was für mich auch überraschend ist. Zeig einmal den Motorraum, Luca. Überraschend in Bezug auf den Turbolader, der hier verbaut ist, weil genau diesen Lader hatte ich schon mal zum Abstimmen. Und der hat damals nur 330 PS gemacht. Oder 340, bin ich mir ganz sicher. Jetzt fährt dieses Fahrzeug mit einem ganz anderen Setup, also größerer Ladeluftkühler noch, ganz andere Auspuffanlage, die schön dicke Ansaugung. Da war gerade richtig was los hier. Da dachte ich so, huch, der kann doch. Kommen wir zum Zustandsdiagramm. Auch hier nochmal einmal der Beweis, weniger ist manchmal mehr. Die Unterschiede könnt ihr gleich hier erkennen. Ich hoffe, dass man das gut auf dem Diagramm jetzt sieht. Wir haben jetzt hier Anliegen nach zwei Abfahrten 377 PS 570 Newtonmeter. Und zwar ist bei diesem Motor der Kopf stark plan geschliffen. Natürlich ist die Verdichtung dann etwas höher. Und deswegen muss ich mit der Zündung arbeiten. Und zwar, also im Prinzip muss man das so erklären, im Gegensatz zu den sonstigen Zündkernfeldern muss ich hier einiges rausnehmen aufgrund der höheren Verdichtung. So ist es besser erklärt. Und das war die erste Messung. Und hier diese etwas wackelige Linie, wie ihr seht. Und das war die zweite mit weniger Zündung. Und läuft hier schön gerade raus bei 377 PS und 570 Newtonmetern. Das ist schon amtlich. Wir fahren jetzt Ladung von 1,4 bar abfallen auf 1,36. Da ist aber auch der Lader wirklich dann am Ende im sicheren Bereich, so dass nichts kaputt geht. Man kann immer ein bisschen mehr machen, muss aber nicht sein, soll ja auch fahren. Dann war das auch ein etwas längerer Kampf heute mit diesem Auto, weil heute Morgen ging das damit los. Der Kunde kommt rein. Ja, Auto auf dem Trailer, so und so, weil er kriegt nur noch den dritten, vierten, fünften, sechsten und den Rückwärtsgang rein. Gestern hatte er noch das Auto fertiggestellt, also drei Tage im Prinzip, weil heute der Termin war für die Abstimmung. Ziemlich viel Stress gehabt und da ist Getriebe irgendwie umgefallen hat und hat den Stift von der, wie soll ich es am besten erklären, weil ich habe es jetzt gerade natürlich nicht hier, den Stift für die Schaltgassen, der stand irgendwo vor in dem Moment und dann ist er irgendwas gegen den Hebel gekommen und dann ist der Stift abgeschert. So, und dann war das futsch. So, das ist natürlich scheiße. Dann ging einfach nur noch Rührstab, war völlig orientierungslos in der Schaltgasse quasi. Und dann haben wir mal eben, hat er dann kurz auf der Bühne den Schaltturm ausgebaut, hat angeguckt und wir haben zum Glück keine Ahnung wie viel Getriebe im Keller und konnten ihm dann mit einem Schaltturm aushelfen, sodass die Schaltmechanik getauscht wurde, als sie wieder gut ist. Funktioniert jetzt. Danach gab es noch ein bisschen Hickhack mit dem Kabel und mit dem Steuergerät. Jetzt fährt das Auto. Heute Morgen 8 Uhr wurde angefangen und wir sind jetzt glaube ich bei 16 Uhr oder was, ne? Ja, also war mal eben abstimmen. Kurz. Mal ein bisschen. Ja. Gut, auf jeden Fall ist jetzt fertig, Kunde zufrieden. Er hat sich riesig gefreut über das Ergebnis, weil wir alle dachten natürlich, ist weniger, aber hat ja doch noch geklappt. So, und jetzt gehen wir gleich mal zum Leo, weil der hat auch was Interessantes. Ja, hier sind wir beim Leo angekommen und hier haben wir jetzt folgenden Auftrag gehabt. Und zwar 230.000 Kilometer Überholung einmal. Ne? Steuerkette mit sämtlichen Spannern, Ritzeln und so weiter. Die Kupplung, Kopfdichtung, Schaftabdichtung. Einlasskanalreinigung sowieso. Ja. Ich glaube, die Einlasskanalreinigung können wir sogar als erstes mal kurz zeigen, warum man eigentlich regelmäßig eine BD-Reinigung machen sollte. Ich kann auch gleich mal so ein Ventil holen. Guck dir das mal an. Das ist ja sowas von ekelhaft. Hier ist schon was weggeflogen. Und hier ist mal richtig Rotze. Das ist der Grund dafür, warum wir euch das immer beim Direkteinspritzer empfehlen, die BD-Reinigung zu machen. Das kannst du hier nämlich schon mit dem Schraubenzieher sauber rauskratzen. Da ist einmal richtig Schmock. Ne, das würde man mit einer normalen BD-Reinigung, außer man hat jetzt Walnussgranulat, schon wirklich würde man da fast, ich sag mal, an seine Grenzen kommen. Das sieht hier natürlich überall genauso aus. Vorwiegend, Alter, boah. Hier ist nochmal so ein Ventil dazu. Ja, das läuft, würde ich sagen.
Ja. Bei dem Motor war folgendes. Der Kunde hat auch gleich angemerkt, er hat Wasserverlust. Die Ursache haben wir natürlich auch gefunden. Kopfdichtung. Und wo ist das Lineal? Der Kopfdichtung, genau. Und das Block eingefallen. Genau. Der Block ist eingefallen. Der war mal ein bisschen warm. Das kann man schön mit so einem Haarlineal sehen. Da seht ihr, wie hier das Licht überall durchkommt. Da auch. So, und hier hinten liegt er dann auf. Ist nicht unbedingt wenig. Beim Kopf das gleiche, nur andersrum. Da ist dasselbe. Ne? Da geht es genau in die andere Richtung, nach oben auf. Das ist jetzt eigentlich, theoretisch, gar nicht so tragisch, weil das kann man ja einmal planfräsen, das ist wieder geil. Aber wenn ihr hier hinguckt, da ist der einmal bis unter den Aussatzring gerissen. Und hier auch zweimal sogar. So, hier seht ihr das Material. Rausgefressen ist. Das war aber mal ein bisschen heiß. Da auch. Hier. Da. Da. Hier auch. Und da auch. Also einmal sauber schön das Alu weggefressen. Ich muss den Kunden nochmal fragen, was da genau los war. Das Auto lief mit Seriensoftware. Kein Tuning, nichts. Nee, ist doch Seriencard, Serienlader. Richtig. Und wie gesagt, 230.000 Kilometer. Das ist Motor, schon ein bisschen was. Ja, also speziell für diesen Motor ist das schon gut, eigentlich. Ne? Ja. Er hat halt, wie gesagt, dieses Problem mit der Kopfdichtung. Ja, und jetzt haben wir wohl doch noch ein bisschen mehr Arbeit vor uns. Das muss ich gleich mal mit ihm absprechen. Aber ist auch mal interessant zu sehen, wie so ein Ding nach 230.000 Kilometern aussieht. Vor allen Dingen, wenn man halt keine BD-Reinigung macht. Ja, ja. Wie das hier aussieht. Ja, auch die Ventile. Das kannst du sehen. Ja, das ist schon echt heftig. Also, ich meine, den das Kopf. Richtig. Ja, das kannst du so runterkratzen. Dafür ist das unheimlich viel schon. Deswegen, also, es ist unglaublich wichtig, dass man das regelmäßig reinigt, damit es nicht zu solchen Verkuckungen kommt. Ja, oder aber man fährt richtig Leistung und eine Zusatzeinspritzung. Ist auch geil. Ne? Dann bleibt das nämlich schön sauber. Dieser Effekt tritt auch nur beim Direkteinspritzer deswegen auf, weil das Kurbelgehäuse Entlüftungsgas am Einlassventil kondensiert. Dadurch sammelt sich das da und schmockt mit der Zeit zu. So eine BD-Reinigung kostet, das haben wir immer so 250, 260 Euro um ja, den gut, Dreh. In dem Fall müsste man jetzt erst mechanisch reinigen. Ja, da sonst ist es nicht viel. Also das kannst du mit Walnussgranulat machen, dann musst du ein bisschen länger machen. Ne? Ja. Das ist schon etwas mehr Aufwand, aber auch möglich, ohne den Kopf abzubauen. Ja, klar. In diesem Fall ist natürlich klar, du machst die Schaftdichtung neu, also nimmst du alles auseinander, dann kannst du es eh gleich machen. Dann brauchst du es halt so nicht. Ne? Nur hier muss ich jetzt gleich mal mit ihm sprechen, was wir damit überhaupt machen. Weil der Kopf, da haben wir jetzt Glück, davon habe ich noch 10? 3, 4, 5? Nein, mehr. Viel, viel mehr. Der halbe Kerl. Genug auf jeden Fall. Also ja, weil wir so viele 2-Liter-Blöcke gebraucht haben. So, auf jeden Fall haben wir davon noch reichlich auf Lager von den Dingern. Das kann man dann günstig bei uns käuflich erwerben. Also nicht so teuer. Ja. Und längst nicht so teuer wie neu. Ja, und vor allen Dingen haben die Köpfe auch alle nichts gelaufen. Ne? Die haben alle 30.000, 40.000. Ja, maximal. Ja. Also von daher ist das dann wieder gutes Material, womit man schön weiterfahren kann. Ne? Ja, und man braucht keine heilen Sachen wegschmeißen. Nee, ne? Das sowieso nicht. Nee, nee. Wir haben ja einen großen Keller. Ne? Eben. So. Wir haben auch noch ein paar 2-Liter-Wellen. Also wer noch 2-Liter-Wellen braucht, kein Problem. Haben wir alles da. Haben wir alles da. Ja, gut. Alles klar. Dann gehe ich jetzt telefonieren. Und dann kommen wir gleich nochmal kurz zum nächsten Auto. Mhm. Da ist noch was Geiles. So, da sind wir wieder. Und zwar beim Ford Focus MK3. RS. Angeliefertes Fahrzeug. Entschuldigung übrigens, dass ihr letzte Woche kein Video gekriegt habt. Ich hatte Urlaub. Das holen wir jetzt dafür nach. Jetzt zu dem Kundenfahrzeug. Der Kunde hat mich kontaktiert und gesagt, ja, er hat eine Tuning-Software drauf und jetzt hat er zurückgespielt auf Serie bei Ford und jetzt läuft das alles nicht. Notlauf, lalala. Dann sagt er, ob er das Auto hierhin bringen kann und vielleicht auch abstimmen lassen kann, weil die Software hätte wohl Fehler gemacht. Ich wusste aber noch nicht genau, worum es ging. Habe ich gesagt, kein Problem, bring das Auto vorbei. So, dann haben wir eine Probefahrt gemacht und auch den Fehler ausgelesen. Festgestellt ist, das Motorsteuergerät hatte zu meckern, dass der Ladedruck zu hoch wäre. Dem ist auch der Fall. Und das Schlimme ist, du siehst das auf der Uhr im Innenraum, siehst du das nicht mal, weil das Auto zwei verschiedene, wie nennt man sie? Abnahmepunkte, genau. Und das ist einmal TIP und einmal MAP. MAP ist Manifold Pressure. Das ist das Moped hier. Hier ist der Sensor. Ne? So. Das ist das, was im Innenraum genau, angezeigt wird. Genau, das ist das, was im Innenraum angezeigt wird. Und unten am Ladeluftkühler ist nochmal ein Sensor. Ich weiß gar nicht, ob ihr den jetzt von hier aus sehen könnt. Wahrscheinlich, ja, da ist ein Kabel, da seht ihr das schon. So, auf jeden Fall, das ist die Throttle Inlet Pressure. Also das, was vor der Drosselklappe an Druck anliegt. Die Throttle Inlet Pressure war einfach auf alles, was geht.
was ein Indikator dafür ist, dass irgendwas an der Ladedruckregelung nicht so funktioniert, wie das soll. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist einfach, da ist entweder das Regelventil im Arsch oder mit der Druckdose entweder klemmt die oder die Leitung dahin ist kaputt. Ja, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Das sagt alles. Jetzt ist nur Folgendes, was uns so ein bisschen aufgefallen ist. Die Leitung erstmal ist sie ein paar Mal kaputt. Zweitens ist die gar nicht für diese Zwecke geeignet. Das ist nämlich nicht das, was da sonst drin ist. Das ist kein originaler Schlauch. Das ist kein originaler Schlauch und hier war auch gar keine Schelle drauf. So. Das ist auf jeden Fall das, was uns dieses Druckproblem verursacht. Ja, das Hauptproblem bei dieser ganzen Geschichte ist jetzt allerdings, dass ich gerade mit dem Kunden darüber gesprochen habe, wie lange er denn schon so gefahren ist. Und das ist wohl schon etwas länger. Tja, das kann natürlich sein, dass da irgendwas jetzt kaputt ist. Der Motor läuft wirklich maximal unruhig bei 1500 Umdrehungen. Ganz komisch. Das ganze Auto wackelt. Der Short-Term-Fuel-Trim ist im Standgas bei minus 28%. Das ist auch nicht normal. Also irgendwas ist da scheiße. Das nächste ist, wenn du den Wagen startest, dann ist da schon das Schlossgespenst im Verdichtergehäuse zu Hause. Das ist so ein leichter Indikator dafür, dass das Lager so ein bisschen im Arsch ist. Das ja, ist dieses, so ein bisschen. Dieses Wuh, was man dann so hört. Und nicht dieses typische UFO-Geräusch, wenn ihr den Wagen anmacht. Das ist ja beim MK3-Serie ist so, der klingt ja vorne Luftfilter wie so ein UFO. Sondern so ein richtiges Heulen. So, und das auch sehr extrem. Und das ist hier sehr ausgeprägt. Und ich vermute, dass dieser Schlauch dafür verantwortlich ist, dass der Lader wohl nicht mehr so in Ordnung ist. Weiterhin habe ich die Befürchtung, dass wenn das echt, wenn da Scheiße passiert ist und die Software vorher das nicht so weggeregelt hat, dann könnte hier so ein bisschen was kaputt sein im Bereich Pleuelkolben, so dass da vielleicht das Hemd schon angerissen ist oder so. Irgendwas ist da auf jeden Fall scheiße, weil der Motor läuft bei 1500 wirklich richtig beschissen. Und wir haben hier sonst nichts, was dafür verantwortlich sein könnte. Und ja, dann schauen wir jetzt mal, wie der dann gleich läuft, wenn dieser Schlauch wieder heile ist. Und dann werde ich mit ihm nochmal sprechen, wie wir da jetzt weiter verfahren. Weil ich glaube, eine Abstimmung werde ich bei dem Auto nicht machen. Das ist mir zu heikel. Wenn da irgendwas schon jetzt einen Vorschaden hat, dann geht's kaputt und das wäre kacke. Ne? Das wäre nicht gut. Da muss ich gleich mal mit ihm telefonieren. Ja, und dann gehen wir gleich mal zu dem ST mit dem 2-Liter Motor, den wir überholt haben. Das Auto läuft jetzt, er hat nur einen Kopf bekommen und so weiter, das ist auch alles geil. Ja. Der macht gerade noch eine Probefahrt oder der andere Mitarbeiter, der nicht in den Videos auftauchen möchte, hat jetzt gerade noch die Aufgabe, eine Probefahrt durchzuführen. Und wenn dann alles geil ist, dann geht der Wagen auch zum Kunden. Dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir auch schon angekommen am Ende des Videos und hier ist das letzte Auto, das ist der Focus ST. Wo wir den Motor einmal komplett überholt haben. Dichtsatz neu, Kette neu, Versteller neu, alles neu, Blockplan gefräst, Kopfplan gefräst, neuen Kopf. Ja. Gut, war halt so. Ne? Neue Injektoren, neuen Hochdruckpumpenstößel, auch ganz wichtig. Der ist nämlich DLC-beschichtet. Das ist dasselbe Problem, wie es bei VHG mal eine Zeit lang gab, dass die DLC-Beschichtung nach einer Zeit runter ist. Ja, und jetzt haben wir alles durchgeguckt. Ist alles fein, ist alles dicht. Damit kann der Wagen zum Kunden gehen. Und wir gehen jetzt feiern, weil Luca ist nämlich heute 25 geworden. Und der ist schon so nervös, dass die Kamera oben das Mikro wackelt. Oh Mann! Wird auf jeden Fall lustig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte einmal liken, abonnieren, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.